Und wir zaubern jetzt mit Zuschauern. Wir zaubern mit Zuschauern, super. Ich übergebe jetzt einfach mal, was machen wir? Wir stehen auf jeden Fall auf. Das weiß ich. Wir machen mal ein Spiel. Und du kommst zu mir. Sehr gerne. Ja. Und dazu haben wir Zuschauer, die uns angerufen haben. Kati aus München und Jonas Dagobert aus Aachen sind in der Leitung. Hallo, ihr beiden. Super. Hallo. Hallo. Hi. Wunderbar. Also, wer ist Kati und wer ist Jonas? Ah, du bist Jonas. Okay, okay. Okay, Jonas und Kati. Wir machen ein Spiel und es geht letztendlich um Verbindungen. Ja, wir sind zwar jetzt weit auseinander und wir sind auch weit auseinander, wenig Zuschauer da. Und das sind wir aber gewohnt. Sind wir gewohnt, ja. Ja, bei mir auch am Anfang, das war irre. Ja, und ich habe dir Yin- und Yang-Symbole mitgebracht, ja, Kati und Jonas. Mhm. Und eins natürlich auch für Pierre. Danke. Ja, und Pierre, du nimmst jetzt dieses blaue Kartenspiel. Ist das desinfiziert? Ja, darfst du anschauen. Schau's dir an, ich habe es vorher extra geputzt. Wunderbar. Ja, an. Soll ich mir das nimm's in die Hand, nimm's in die Hand. Okay. Ja. Ich gucke mir das an. Ich zeige das auch hier, damit das klar ist, das ist ein ganz normales Kartenspiel. König, Bube, Ass, alles drin. Zahlen, alles drin. Super. So. Kathi, du kannst es auch sehen und Jonas, du kannst es auch sehen, ne? Dann wird hier das alles mit. Okay, und ich habe das Gleiche auch, alles drin. Ja. Ja. Und jetzt hältst du das fest. Ich halte es fest. Okay. Ja. Und jetzt mischst du einfach mal, Pierre. Einfach mischen. Okay. Und jetzt fragen wir als erstes mal die Dame, und zwar Kathi aus München. Du darfst jetzt sagen, wie viel Mal soll Pierre und ich abheben? Also das Spiel teilen und so auf den Tisch legen. Wie viel Mal? Achtmal, bitte. Oh, achtmal abheben. Okay, halt die Karten so wie ich, Pierre. Okay. Ja, und jetzt abheben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Üben wir nochmal. Sieben. Komm, ist nicht schlecht. Acht. Und jetzt ganz wichtig, okay, super. Das wollte ich schon immer machen, Kati und Jonas, einmal pusten. Okay. Puste mal. Sehr gut. Ja. Ausnahmsweise, Pierre. Ausnahmsweise. Jetzt gibst du mir deine oberste Karte. Ja, so. Und ich gebe dir meine oberste Karte. Darf ich die angucken? Ja, nimm sie in die Hand. Okay. Und jetzt drehe ich deine blaue Karte um. Und es ist in diesem Falle die Kreuz 2. Ja. Was hast du für eine Karte? Die Kreuz 2. Okay. Ja, Kati, sehr, sehr gut. Wir versuchen das Ganze jetzt mit Jonas. Das heißt, Jonas, du sagst einfach mal, wie viel Mal sollen wir das Spiel wieder abheben? Vielleicht nicht achtmal. Ja, weil ihr dacht so oft, dann mache ich mal fünf. Fünfmal. Machen wir gleichzeitig. Okay, eins, zwei, drei. Du bist so schnell in sowas. Vier. Eins, zwei, drei. Und noch einmal. Fünf. Vier. Fünf. Super. Und jetzt gebe ich dir, Pierre, wieder meine oberste Karte und du gibst mir deine oberste Karte. Aber klar, ja, so geben und nehmen. Blau-rot und ich drehe deine Karte um, die blaue Karte. Wir haben die Herz 8. Das geht, ja. Okay. Ich bin gespannt. Was hast du? Ich habe die Herz 8. Oh, die Herz 8. Das geht so nicht. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Pierre. Ja, ja. Das heißt, auch du gehst her und hebst das Spiel einfach nochmal ab. Irgendwo. Einmal? Ich sag zweimal. Mach zweimal. Okay, also. Okay. Zwei. Sehr gut. Und jetzt gebe ich dir meine oberste Karte und du gibst mir deine oberste Karte. Die habe ich schon hier so drin drapiert. Super. Und wir schauen uns die letzte Karte an. Und wir haben die Pik 4. Oh, Pik 4 und die Pik 4. Das gibt es doch nicht. Ja. Aber weißt du, was mich am meisten verblüfft immer? Das nämlich, Pierre, Yin und Yang funktioniert für die gute Verbindung. Und wir haben tatsächlich bei der Kreuz 2... Die Kreuz 2, bei der Herz 8, die Herz 8 und bei der Pik 4, die Pik 4. Das gibt's doch nicht. Ihr dürft zu Hause auch ausflippen, Kati und Jonas. Jetzt mal, ich hab, danke, Kati und Jonas. Vielen, vielen Dank an euch. Ich habe jetzt sehr wirklich gerne, aufgepasst. Konntet ihr irgendwas sehen, Kati und Jonas, was verdächtig war? Gar nicht. Wahnsinn. Nö, nichts bemerkt. Wahnsinn, wir sind sehr beeindruckt. Und weil die beiden so toll mitgemacht haben und sozusagen auch Magie übertragen haben, gibt's auch noch was obendrauf, oder? Da packen wir noch was oben drauf. Ja, wir packen auch noch oben drauf. Haben wir noch Zeit für ein Spiel nachher? Ja, klar. Ja? Also mit einem neuen Zuschauer dann. Ja? Mit einem neuen Zuschauer, das heißt, ihr beide bekommt jetzt was von uns. Ja, Kati, also die dürfen auch zu dir kommen, oder? Selbstverständlich, ihr bekommt jetzt, wenn wir hier wieder Show machen mit Publikum, seid ihr eingeladen, in die PM Krause Show zu kommen. Und zwar an jedem Tag. Wo ihr wollt. Ab jetzt seid ihr Dauergäste in unserer Show. Mega, danke. Das schenke ich dir auch. Hast auch was gewonnen. Und ich habe ein Kartenspiel geschenkt bekommen, Kati und Jonas Dagobert. Super. Das schicke ich dir, Kati und Jonas.
Danke. Jeder bekommt die Hälfte. Die schenke ich dir auch noch. Schenkst du nicht auch noch was hier? Komm. Ja, natürlich. Ihr kriegt natürlich von mir auch noch was. Ihr dürft nämlich auch nach Stuttgart kommen in die Show und seid herzlich eingeladen, sobald wir wieder spielen. Wow, ja, cool. Geil. Vielen Dank. Ihr wart unsere prüfende Instanz. Vielen herzlichen Dank. Wir hatten wenig Zeit zum Talken, weil unsere Sendezeit schon fast wieder rum ist. Aber das ist wirklich wahr. Ihr bekommt all diese Preise und wir grüßen euch ganz, ganz herzlich nach München und nach Aachen. Vielen Dank, Kathi und Jonas Dagobert. Grüße zurück. Danke euch. Grüße an euch. Schönen Abend noch. Ne? Dankeschön. Euch auch. Ja. Bleibt gesund. Tschüss.